Julian, 3:1 gegen die TSG Hoffenheim. Sag mal, wie eiskalt kann man denn dieses 3:1 bitte machen? Boah, eiskalt weiß ich nicht. Das war schon ziemlich leer, aber zum Glück ist er reingegangen. Ja. Denkt man dabei irgendwas, wenn man auf den Torhüter zuläuft? Und hast du sofort gewusst, ich schieb den durch die Beine? Oder was hast du gesagt? Nicht viel, einfach Instinkt. Also. Die Glückwünsche muss man sich abholen auf jeden Fall. Wie hast du dieses 3:1 gemacht? Beschreib mal bitte. Boah, keine Ahnung. Erstmal den Ball gewonnen, wie ich normalerweise kann. Und dann ja, einfach nach vorne gelaufen. Und ja, irgendwann war ich alleine vor dem Torwart. Dann gemacht. Na. Pretty proud, sagt Max? Of course. Amazing team performance, amazing win. I have one question for him. The shot you took in the end, it was a bad shot. You should have passed, huh? No. Never. Was meint er denn? Ja, keine Ahnung. Du hast aber auch nicht nur vorne gut getroffen, du hast auch hinten richtig viel Arbeit gemacht. Hast auch einen einstecken müssen. Wie geht's der Nase? Naja, Nase okay. Ein bisschen Kopfschmerzen, Schulter, ein bisschen überall, aber gehört dazu. Das war so ein Spiel mit 10 Männern am Ende. Dann müssen wir das wegverteidigen, haben wir gut gemacht, fand ich. Ja. Ab der 20. Minute, oder ab der jeweils 20 Minuten in Unterzahl. Was gibt euch da der Trainer mit auf den Weg? Wie müsst ihr diese restlichen 20 Minuten irgendwie über die Zeit bringen? Ja, muss man auch auf dem Platz versuchen zu lösen. Immer aktiv sein, nicht passiv werden. Wir waren kompakt, fand ich. Wir waren in den Zweikämpfen gut. Ja, muss versuchen, aktiv zu sein und alles rausholen, was man rausholen kann. Felix, ihr wurdet gerade sehr lange vor der Dortmund-Fankurve gefeiert, zu Recht. Wie habt ihr dieses Spiel heute gewinnen können? Ja, ich glaube, wir haben richtig gut angefangen. Dann war es eine Phase, wo wir nicht so diese Kontrolle hatten. Und dann war es, ja, zweite Tor sehr wichtig. Und dann zweite Halbzeit war meistens kämpfen und dann am Ende dieses Tor von Julian. Und dann, ja, wir sind alle glücklich mit diesem Sieg. Schreib mal das 3:1 von Julian, das war ja eiskalt, oder?
Ja, also, er hat einfach nicht aufgehört. Also wir haben so geschrien auf der Bank, aber er ist einfach weitergegangen und dann super Tor von ihm. Wie hast du die Szene mit Rami gesehen? War das eine gelb-rote Karte? Ich habe die nicht so richtig gesehen von der Bank. Also ja, dazu kann ich nicht so viel sagen. Aber ihr habt 20 Minuten in Unterzahl spielen müssen. Was war dann da die Vorgabe? Was musstet ihr seitdem machen? Ja, ich glaube, in dieser Situation muss man einfach kämpfen und bis zum Ende Gas geben und dann hat es am Ende gereicht heute.